Freunde, herzlich willkommen wünsche ich euch zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr am Start seid und eingeschaltet habt. Und ein frohes neues Jahr 2021 wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und nicht zu weit gerutscht. Denn es geht hier direkt Schlag auf Schlag weiter und es beginnt. Das Simracing-Jahr 2021 beginnt mit einem absoluten Knüller, würde ich mal sagen. Ihr seht es im Hintergrund. Und ich habe ja auch mal meine ganze Kamera und alles habe ich jetzt mal aufgebaut. Und ich mache heute mal ein Live-Commentary. Also, ihr könnt mich quasi beim Fahren beobachten. Und ich weiß noch nicht, wie viel ich quatschen werde während des Fahrens. Aber zieht euch mal bitte dieses Auto rein. Moment, ich habe da mal was vorbereitet. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon öfter mal gesehen. Dieses wunderschöne Kfz hier. Mit Flügeltüren. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, Freunde? Eines meiner absoluten Favoritenautos von früher, von der Kindheit sozusagen. Und das war es ja noch nicht. Jetzt kommt es. Also das ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Favorite-Autos of all time sozusagen. Aber wir haben noch unter anderem dieses kranke Kfz da drin. Auch eine absolute Legende. Also es sind eigentlich alles Legenden, die in diesem Update jetzt hier reingekommen sind. In Automobilista 2. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Wir sind in Automobilista 2 unterwegs. Und dieses. Moment. Andere Kameraperspektive kommt jetzt gleich. Der McLaren. Wir kennen ihn alle. McLaren F1 GTR. Und dann noch der Mercedes, wie ist er jetzt gerade? Benz CLK LM, also Le Mans. Und ja, der Porsche. Absolut heftig, aber wir springen mal direkt rein, Freunde. Ich will hier nicht länger drum herum quatschen, weil eigentlich wäre auch eine neue Strecke jetzt mit am Start gewesen, aber die ist bei mir irgendwie nicht mit drin. Manche Leute haben die schon, manche nicht. Die Rede ist von Spa-Francorchamps. Wäre natürlich extrem geil gewesen, wenn wir genau diese Autos jetzt auf dieser Strecke hätten fahren können, aber das geht jetzt leider noch nicht, weil ja, die irgendwie jetzt gerade noch nicht verfügbar ist. Für manche war sie schon verfügbar und für manche nicht. Für mich in dem Fall nicht. Traurig, traurig, aber wir fahren einfach mal. Ich würde mal sagen, komm, irgendeine Strecke, die wir kennen. Bathurst. Ich weiß nicht, ob die geeignet ist für diese Autos, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Da schnappen wir uns mal direkt den Porsche. Ja, komm, dann machen wir mal hier, wenn dann mal Sonnenschein, ne? Machen wir mal hier Sonnenschein, damit das auch mal ein bisschen freundlicher alles ist. Und dann sehen wir uns auf der Strecke, Freunde. So, Freunde, wir sind auf der Strecke. Ich habe mir meine Brille geschnappt, damit ich auch einigermaßen geradeaus fahren kann. Und wir schauen mal, was uns jetzt hier erwartet. Ich lasse einfach alles standardmäßig. Und wir starten einfach mal rein mit diesem... Alter, dieses Kfz, ne? Das... Oh, erstmal direkt ein Kratzer. Erstmal einen Spiegel abfahren hier. Alter, zieht euch diese Optik rein, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Es sieht einfach original aus, wie dieses Teil, was ich da stehen habe. Einfach zu geil. So, aber wir gehen mal in die Cockpit-Perspektive. Ich habe keine Ahnung, wie man die Strecke hier fahren kann mit so einem Auto. Aber es ist wahrscheinlich wild. Bathurst an sich ist natürlich eine wilde Strecke. Und dann in so einem Auto hier. Alter Verwalter. Ich muss mal eben den Sound hier ein kleines bisschen lauter machen, weil... Ich habe das Ganze jetzt gerade über meine Anlage noch laufen. Ich hoffe, das klappt alles mit der Rückkopplung und so. Aber das fühlt sich schon mal echt wild an. Und soundtechnisch können wir auch mal kurz reinhören. Ja, absolut, absolut wild, Leute, ich sag's euch. Also, oh mein Gott, ich glaube, da war der erste Spiegel, den wir uns jetzt hier abgefahren haben. Und das Ding ist einfach, wir können nochmal von außen eben kurz hören. Ey, ich find diese Optik von vorne alleine, ne? Die finde ich wild. Finde ich zu geil. Und Topspeed technisch sind wir da gar nicht so viel schneller wie ein GT3, ganz ehrlich gesagt. Alter... Da sind wir zu spät gewesen, glaube ich. Bremsen haben, glaube ich, kurz blockiert, beziehungsweise die Räder blockiert. Aber Fahrgefühl. Es ist vom ersten Eindruck, das ist jetzt hier mein allererster Eindruck, ist es sehr authentisch, also sehr nachvollziehbar. Ihr habt gerade gesehen, Räder haben blockiert. Ich weiß gar nicht, was für Fahrhilfen diese ganzen Autos hier überhaupt haben. Ob die ABS, ich glaube nicht. So hat es sich zumindest gerade angefühlt.
Traktionskontrolle schätze ich mal auch nicht. Also die Dinger sind jetzt hier... ja, wie alt sind sie? Über 20 Jahre. Deswegen... Ja, das ist hier ein reines Fahrmobil sozusagen. Mit einer Menge Aerodynamik natürlich auch. Ja, und da haben wir das Ding zum ersten Mal weggeworfen. Kein Einschlag. Okay. Wunderbar. So, dafür jetzt. Wunderbar. Sehr professionell hier. So läuft das hier im Hause Mavix. Wenn man sich nicht vorbereitet und wenn man einfach mal drauf losfährt. Aber auch Bathurst. Ich kann es mir mal wieder sagen. Ihr seht es ja auch rein optisch gesehen. Eine Augenweide. Und ihr seht es auch sehr, sehr ähnlich zu der Assetto Corsa Competizione Version. Hier finde ich zum Beispiel, also das jetzt schon, aber hier, diese Passage hier, hier fällst du bei ACC viel mehr in so ein Loch rein. Habe ich zumindest das Gefühl jetzt gerade. Muss ich mal irgendwie einen direkten Vergleich machen. Und ich bin doch echt mal gespannt, was Spa-Francorchamps oder wie die Strecke sein wird, weil die soll auch Laser gescannt sein und es soll laut Riser Studios, die beste Spa-Francorchamps-Version ever sein von allen Rennsimulationen. Klar, das sagen sie im Endeffekt wahrscheinlich alle, die Entwickler, aber ich bin da echt gespannt. Und da werden wir auf jeden Fall auch die Tage einen Blick reinwerfen. So, das sah doch schon besser aus. Ja, da kommt er mal kurz mit dem Arsch. Ah, das ist schon herrlich, herrlich. Aber ich würde mal sagen, wir schauen uns mal direkt ein weiteres Fahrzeug hier an und wollen mal so ein bisschen vergleichen. Ich weiß nicht, ob ich genau die Strecke nochmal nehme oder ob wir da jetzt was anderes nehmen. Wir schauen mal eben kurz, Freunde. So, ich habe mir mal den Benz geschnappt und Kialami habe ich mal ausgewählt. Die Strecke kennen wir ja auch zu Genüge aus ACC und deswegen schauen wir mal, wie sich der Benz jetzt hier fahren lässt. Und wie er sich vor allem auch anhört und... V8? Man hört es direkt, Leute. Okay, der klingt auf jeden Fall. Oh, auch kein ABS. Alles noch kalt. Erstmal warm fahren. Ja. Der klingt auf jeden Fall, für mich zumindest vom ersten Eindruck her, noch mal eine Ecke geiler als der Porsche gerade. Kann aber auch sein, dass der Porsche generell nicht so spektakulär klingt. Ich weiß es nicht, aber der Benz. Boah, das macht gerade Bock, ne? Leute. Fast schon zum ersten Mal wieder weggeworfen, aber auch Kialami hier richtig nice umgesetzt in Automobilista 2. Ja, und du merkst einfach auch in Automobilista 2, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, du merkst richtig geil, wie sich der Grip aufbaut. Und ihr seht, ich brauche manchmal ein bisschen länger, um gewisse Sätze zu basteln. Und das liegt einfach daran, weil ich das einfach nicht gewohnt bin, viel zu quatschen, während ich fahre. Das ist für mich gerade ultra schwer. Aber ich dachte mir, komm, das ist doch mal eine ganz gute Gelegenheit jetzt hier. Und eigentlich von den Bremspunkten und allem her ist das ähnlich wie zum GT3 gerade. Aber du musst natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, hier sind wir ein bisschen weit rausgekommen. Aber wir gucken mal von außen. Oh mein Gott! Boah, das klingt auch extrem nice, oder? Jo, also ersten Gang mag er gar nicht. Ich war ja schon leicht gehypt, wo die GT3s kamen. Die haben mich dann ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, hier und da. Aber die wurden ja auch jetzt nach und nach nochmal geupdatet sozusagen. Und ich glaube, da hat sich auch noch einiges getan. Deswegen werden wir die auch nochmal testen. Aber das hier... Das ist irgendwie gerade nochmal was ganz anderes, weil du hast das ja in... Ich weiß gar nicht, in welchen Rennsimulationen gibt es diese Autos hier. Klar, wahrscheinlich in AC1. In, ich weiß gar nicht, ob es die in einem normalen Spiel gibt oder ob es die als Mod gibt. Aber sonst hast du diese Autos hier nicht so oft dabei, ne? In den Rennsimulationen. Deswegen ist das schon gerade was Besonderes, also ganz ehrlich. Oh, hier kommen wir ein bisschen weit raus. Und ich kann mir auch echt geil vorstellen, hier irgendwie... mehr mitzumachen mit diesen Autos, weil ihr seht es ja auch gerade, oder ihr merkt es hoffentlich, es macht mir eine Menge Laune, diese Autos jetzt gerade hier zu bewegen. Boah, das ist herrlich, das ist
herrlich. Das fühlt sich sowas von geil an. Und ich mache immer wieder den gleichen Fehler und schalte in den ersten Gang. So, aber jetzt werden wir mal eine... Ihr seht es auch von den Rundenzeiten, ne? Das ist ungefähr auf GT3 Niveau. Aber ich war jetzt auch extrem schlecht unterwegs. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller sein. Schätze ich mal. So, wir bleiben mal hier im zweiten. Selbst da kommt die Karre, ne? Ja, ein bisschen zu weit ausgeholt. Mal gucken, ob wir jetzt direkt die 1,40er Mark hier knacken können irgendwie. Also es fühlt sich sehr stark nach ja, der Kyalami-Strecke von ACC an, also von der Fahrweise, von meinen Bremspunkten her. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, es fühlt sich sehr nach so nach diesem GT3-Feeling an jetzt gerade. Ich nehme fast die gleichen Bremspunkte, aber ich muss auf der Bremse. Ihr seht das, ach du Scheiße, ja jetzt haben wir die Karre weggeworfen. Ja, dann wird das wohl nichts mit der 1,40er Zeit. Ich würde sagen, wir schnappen uns das letzte Fahrzeug und eine andere Strecke, ich weiß noch nicht. Ich guck mal eben kurz. So, ich habe mir mal den McLaren geschnappt, den McLaren F1 GTR heißt der, glaube ich. Nagelt mich da bitte nicht drauf fest, wenn ich da irgendwie... ich habe es nicht so mit diesen ganzen Bezeichnungen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Oldton Park unterwegs und wir schnacken nicht länger. Wir starten mal direkt rein und wir sitzen... Entweder sitzen wir gerade extrem hoch oder so, ist das möglich? Also, dass die Scheibe sehr weit nach unten geht. Keine Ahnung. Wir lassen das erstmal so und gucken mal, was der McLaren so kann. Hat auf jeden Fall... Also wenn ich mich an den McLaren F1 erinnere, hat er auf jeden Fall genau diese Note. Dieses... Oh mein Gott. Erstmal Kurve hier kriegen, dann reden. Diese typische McLaren-Note. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Oh. Bremsen, bremsen, bremsen. Boah, er kommt hier nicht rum, okay. Vielleicht war der zweite da auch ein bisschen zu hoch. Alter, ist das herrlich. Keine Ahnung, wo ich hier bremsen muss. Bisschen zu früh. Oh, oh, Beton und Dreher. Okay, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und wir gucken natürlich wieder... Oh, die schreit dann auch die Karre, ne? Und da sind wir schon wieder fast weg. Okay, ich glaube auch der Oldton Park nicht vielleicht die optimale Strecke hier. Wunderschönes Fahrzeug auch, ne? Also alle drei. Nagelt mich da nicht so fest, welches mein Lieblingsfahrzeug ist oder so. Ich finde die rein optisch gesehen alle super geil. Und vom Fahrverhalten her fühlen sie sich alle wirklich top an. Mal eben wieder zurück. Oh, oh! Ach du Scheiße. Nein! Okay, 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 okay. Moment. What? Alter, das musst du auch erstmal schaffen. So, aber es ist auf jeden Fall wirklich eine Herausforderung von der Fahrweise her, aber auf einem Level, wo es extrem Bock macht. Ihr kennt das ja, wenn man irgendwie so Fahrzeuge hat, die man eigentlich geil findet und dann sind es aber irgendwie extrem komisch zu fahren und extrem schwierig zu fahren. Und hier fühle ich mich direkt wohl, aber du weißt, okay, du kannst jederzeit diese Karre wirklich wegwerfen und du musst ziemlich genau das Limit ausloten oder du musst das lernen. Ihr seht es ja auch immer, wenn ich da zu hart auf der Bremse bin, wenn ich zu früh auf dem Gas bin, zu schnell in die Kurve reinlaufen lasse. So wie hier zum Beispiel. Das sind alles so Dinge, die musst du mit solchen Fahrzeugen natürlich nochmal neu lernen. Aber ich glaube, beziehungsweise ich bin davon eigentlich überzeugt, dass es extrem viel Bock macht, wenn du diese Sachen oder diese Fahrzeuge jetzt hier mal häufiger fährst. Ah, genauso wie hier gerade auch. Abgeflogen, jetzt aber gerade noch mal gut gegangen. So, aber eine vernünftige Runde will ich jetzt hier noch schaffen. Oh, das ist wirklich schwer, ne? Wenn du ABS gewohnt bist und dann mal ohne ABS fährst. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Scheiß. Hinterher haben die Dinger doch ABS und ich blamier mich hier. So, eine vernünftige Runde jetzt hier noch. Aber du bist wirklich, also du hast das Gefühl, der Ritt auf der Kanonenkugel ist real, Leute.
Oh mein Gott, nein, 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 nein. Nicht hingucken, Leute. Augen zu, Augen zu, Augen zu, Augen zu. Aua. Freunde, aber mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ist euer erster Eindruck von diesem Pack, von diesen drei Autos? Das, oder die Strecke kommt ja noch, Spa-Francorchamps. Die möchte ich auf jeden Fall auch nochmal unter die Lupe nehmen, dann mal so einen Vergleich machen zu der ACC-Version. Aber auch mit diesen Autos hier auf Spa. Ich glaube, das ist ja mit einer der ikonischsten, kann man so sagen, nostalgischsten Rennerfahrungen, die du haben kannst. Oder halt Le Mans oder so. Aber ich glaube, Spa ist da auf jeden Fall auch ganz, ganz dicht dran. Deswegen, also wenn ich die Strecke hier zur Verfügung habe, dann können wir da auf jeden Fall mal drüber quatschen. Dann zeige ich die euch. Aber haut's mal gerne in die Kommentare. Was sagt ihr zu diesen oder zu diesen drei Fahrzeugen hier? Die Strecken, die kennen wir ja schon größtenteils, denke ich mal. Oder spätestens jetzt habt ihr sie dann auch gesehen. Hier drehen wir uns nochmal weg. Und ich würde sagen, komm, ich muss es auf jeden Fall noch üben mit diesen Autos. Aber ich finde sie extrem, extrem. Weil wir können sie auch nochmal kurz von außen hier angucken. Kann ich hier auch irgendwie die Kamera drehen? Ja, hier so. Da, zieht es euch rein. Zieht es euch rein, kann man hier auch nochmal Licht anmachen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Nee, da nicht. Ich habe das nochmal irgendwo hier belegt. Aber ich weiß nicht mehr wo. Da. Ach, herrlich. Herrlich. Ja, haut mal eure Meinung in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da, ein Däumchen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.